Meine lieben Geschwister, wir vom BDE-Team freuen uns, immer wieder zu sehen, wie leidenschaftlich ihr unsere Videos verfolgt. Wir sehen eure schönen Kommentare, Dua, Vorschläge für neue Videos und Kritiken, wodurch wir immer wieder dazu motiviert werden, euch mehr islamische Inhalte zu vermitteln. Von der Gründung unseres Kanals bis heute wächst unsere Community und die Reichweite tagtäglich. Und so versuchen wir vom BDE-Team immer bessere Videos zu produzieren, sodass wir alle davon profitieren können. Allen voran sollen die Inhalte keine theoretischen Informationen bleiben, sondern die Handlungen und Perspektiven in Bezug auf die Probleme des Lebens beeinflussen. Denn diese Videos sollen praktischer Natur sein. Es sind keine Inhalte, die man einfach so anschaut, um sein Leben daraufhin so weiterzuführen wie zuvor. Es sind Inhalte, die zeigen sollen, wie man Allahs Wohlgefallen erreicht, wie trügerisch diese Dunya ist, was unser eigentliches Ziel sein sollte, wie man die alltäglichen Prüfungen bestehen kann und aus welcher Perspektive das gesamte Leben betrachtet werden soll. Diese Inhalte sollen zum Nachdenken bringen, wodurch wir erkennen sollten, was wir im Leben erreichen wollen. Diese Dunya mit ihrem vergänglichen Schmuck oder das ewige Paradies. Anhand der Videos solltet ihr auch erkannt haben, dass dieser Deen nicht kam, damit man ihn nur zu Hause oder nur in der Moschee praktiziert. Die Menschen, Lehren und Ereignisse, über die wir euch erzählen, sollen nicht als bloße Geschichten verstanden werden, die die Emotionen für kurze Zeit anregen sollen, sondern um im Menschen eine Veränderung hervorzubringen. Deswegen stellt euch selbst die Frage: Hat sich bei mir etwas verändert? Habe ich die Inhalte in mein Leben integriert? Betrachte ich diese Welt immer noch genauso, wie bevor ich auf BDE gestoßen bin?